Hallo zusammen. Ja, ich bin heute wieder unterwegs. Ich musste zum Zahnarzt nach Pforzheim. Bin die 7 Kilometer gelaufen. Jetzt bin ich auf dem Rückweg, auf einem Weg, den ich noch nicht kenne. Und bin eben hier in den Wald hereingekommen. Und jetzt finde ich diesen Graben hier vor. Und ich muss sagen, den kenne ich noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, was das für ein Graben ist, ob das nur Regenwassergraben ist oder ob da ein Bach fließt normalerweise, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das noch nie gesehen. Ich weiß, der Graben führt hinunter zur Enz. Da unten ist das Prötzinger Tal und ich bin auf dem Heimweg, aber wie gesagt, noch nie gesehen hier. Also jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Bleibt dran, dann kriegt das mit. Vielleicht kann ich noch was erklären dazu. Ja, irgendwie sieht der Wald nicht sehr aufgeräumt aus. Das sind die Stürme der vergangenen Tage. Angefangen mit Sabine. Ich weiß nicht, was sonst noch alles für Stürme kam. Aber hier liegt viel Holz so herum. Und ich finde auch kaum meinen Weg, wenn es überhaupt einen gibt hier. Aber zumindest weiß ich die Richtung, wo ich hin muss. Ja, ob es hier weitergeht, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich mich durchs Unterholz geschlagen und ich glaube, da vorne kommt ein Weg. Das war vielleicht eine Rückegasse hier, aber sie ist ziemlich zugewachsen und da vorne ist ein Weg. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich habe so das Gefühl, der Bach hat sich einen anderen Weg gesucht. Weil ich mich eben durchs Unterholz durchgeschlagen habe, bin ich etwas von meiner eigentlichen
Spur von meiner Richtung abgekommen. Und ich werde jetzt einen kleinen Umweg laufen. Also heute Morgen 7 Kilometer nach Pforzheim. Jetzt werden es etwas mehr zurück werden. Aber das ist nicht schlimm. Heute Morgen hatte ich noch einen Regenschauer. Jetzt scheint sogar die Sonne. Und das ist angenehm. Deswegen macht es mir nichts aus, dass ich jetzt etwas mehr laufen muss. Der Wald, in dem ich mich gerade befinde, ist nach 1968 angepflanzt worden, also jetzt knapp 50 Jahre alt. Und warum weiß ich das so genau? Weil 1968 hier genau über diesen Wald ein Tornado wegblies, auch über meine Gemeinde Birkenfeld. Aber hier hat er die meisten Waldschäden verursacht. Die meisten Bäume sind hier einfach umgeknickt. Vielleicht finde ich noch ein paar Bilder, dann zeige ich euch mal, wie es nach dem Tornado ausgesehen hat. Und jetzt, nach über 50 Jahren, ist das wieder ein Wald, so wie man einen Wald eigentlich sieht oder so wie ein Wald aussehen sollte. Das nur zur Information. Ich hatte gerade diese Tage in meiner Facebook-Gruppe eine Unterhaltung, da hat jemand dieses Thema angesprochen. Deswegen fällt mir das jetzt gerade wieder ein. Hallo, ich habe jetzt hier den Harald getroffen. Toll, ja. Ja, und der hat mir ganz gute Sachen erzählt. Ich habe sie getroffen, weiß nicht mehr, wie sie heißt. Anahita. Genau, ich bin heute Morgen losgelaufen von Pforzheim und werde jetzt ein paar Tage auf dem Westweg laufen. Teil von dem E1. Okay. Ja. Und ich habe sie hier auf dem Westweg getroffen, deswegen trennte sich jetzt unsere Wege wieder. Sie läuft die Talvariante, ich laufe die Höhevariante vom Westweg. Also ich wünsche dir noch viel Spaß auf deiner Wanderung. Dankeschön, Harald, wünsche ich dir auch alles Gute. Lass es gut gehen. Ja, bis denn. Ja, tschüss. Also, tschüss. Also, schön. Ja, die Enz führt heute ziemlich viel Wasser. Ich denke, dass es die Regenfälle der letzten Tage und auch vielleicht die Schneeschmelze. Letzten Tage hat es ja noch mal geschneit oder kurz geschneit. Und es könnte auch noch Schmelzwasser sein.
So, und wenn ich diesen Steg überquere, dann wisst ihr, bin ich fast schon wieder zu Hause. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht habt ihr Lust, das nächste Mal wieder mitzukommen. Schaut einfach rein in meinen Kanal oder abonniert mich. Dann könnt ihr solche und andere Aktivitäten mitverfolgen. Also, habt Spaß, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.